Faktastisch! Dieses Mal 11 unglaubliche Fakten über The Big Bang Theory. Die Show sollte ursprünglich nicht The Big Bang Theory heißen, sondern Lenny, Penny und Kenny. Alle Formeln und Thesen, die in The Big Bang Theory gezeigt werden, entsprechen der Wahrheit. Der Physikprofessor David Salzberg von der University of California ist als Berater tätig und übernimmt die Verantwortung für den Wahrheitsgehalt der physikalischen Formeln auf dem Whiteboard. Cooler Job! In der Serie sind zwar alle Hauptfiguren außer Penny Wissenschaftler, aber im echten Leben hat nur die Darstellerin von Amy, Mayim Bialik, einen echten Doktortitel in Neurowissenschaft, den sie im Jahr 2008 absolvierte. Die beiden Hauptcharaktere Sheldon Cooper und Leonard Hofstetter haben ihren Namen dem TV-Produzenten und Schauspieler Sheldon Leonard zu verdanken, der 1997 verstarb. Die Autoren der Sitcom sind nämlich große Verehrer seiner Arbeit. Die Darsteller von Leonard und Penny waren auch im echten Leben ein Paar. Allerdings ging ihre Beziehung bereits nach 2 Jahren in die Brüche. Kaylee Cuoco, die Darstellerin von Penny, sagte, dass es einfach nicht so viel Spaß gemacht hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Na, da wird er sich sicher freuen. Das weißrussische Fernsehen strahlte eine eigene Version von The Big Bang Theory aus und nannte sie The Theorists. Die Erfinder vom Original fanden dies gar nicht gut und waren sogar kurz davor, rechtliche Schritte einzuleiten. Letztendlich gaben die Nachahmer freiwillig auf und die Serie wurde abgesetzt. Penny! 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 Siehst du auf meinen Platz, Babuschka? Was soll das? Obwohl der Darsteller von Sheldon Cooper, Jim Parsons, in The Big Bang Theory ein riesengroßer Fan von Star Trek ist und sogar von seiner Freundin Amy die komplette TV-Box zur Show als Geschenk bekam, hat er noch nie eine einzige Folge von Star Trek gesehen. Das gleiche gilt für Doctor Who. Die Folge The Bakersfield Expedition wurde am 10. Januar 2013 das erste Mal ausgestrahlt und von 20 Millionen Zuschauern gesehen. Die Einschaltquoten waren so hoch, dass mit dieser Folge ein neuer Rekord in den USA aufgestellt wurde. Die Brillen von Leonard und Bernadette sind keine echten Brillen, sondern nur leere Rahmen ohne Brillengläser. Was für Wannabe-Nerds! Kunal Nayar hat in seiner Rolle als Rajesh Kutrapali erhebliche Schwierigkeiten, mit attraktiven Frauen zu sprechen oder überhaupt mit Frauen, und schafft es meistens nur dann, wenn er Alkohol getrunken hat. Die Idee für diese Eigenschaft kam vom Produzenten Bill Prady, der einen Kumpel hatte, der auch nie mit Frauen sprechen konnte. Diese Krankheit nennt man selektiven Mutismus. In den einzelnen Folgen sieht es zwar so aus, als würden die Darsteller von einem Stockwerk ins nächste steigen, wenn sie im Treppenhaus laufen, doch in Wirklichkeit gibt es nur einen einzigen Treppenabschnitt. Jedes Mal, wenn die Charaktere ein Stockwerk hoch oder runter laufen müssen, muss das gesamte Treppenhaus umdekoriert werden. Das war's auch schon wieder. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, und schaut euch als nächstes 10 ungelöste Rätsel über den menschlichen Körper an.